Ihr Lieben, heute eine kleine Buchvorstellung. Vor wenigen Tagen habe ich zugegriffen mal wieder in dem schönen Antiquariat in der Wiener Innenstadt, in dem ich schon seit vielen Jahren, ja, kann man schon sagen, auch Stammkunde bin, schon viele Bücher dort erworben habe und jetzt mal wieder zugegriffen habe. Ja, ich muss mich ja bremsen. Wir müssen das ja alle, wenn wir schon so viele Bücher haben, dann soll man nicht übertreiben. Oh, so ein bisschen sparsamer mit den Käufen umgehen, weil man liest nachher gar nicht alles oder nicht ausreichend und dann ist es schade, dass man so eine riesen Bibliothek hat und da fragt man sich, wofür eigentlich oder für wen. Aber dieses Buch, das musste ich mir eigentlich ja, das muss ich einfach mitnehmen. Und es ist gar nicht so groß, wie ihr seht. Ja. Kleines Buch. Aber für mich hat es viel in sich. Schauen wir mal rauf. Befreite Stunde. Neue Gedichte von Franz Karl Ginzky, ein großer österreichischer Dichter. Ich kenne noch nicht so sehr viel von ihm, aber einiges doch und das hat mich schon so überzeugt. Er ist einfach wunderbar. Früher hatte man das so gemacht, schönerweise, dass man dann den Dichter auch zeigte mit einem schönen Foto in dem Falle. Früher waren es dann auch Stiche, in noch früherer Zeit natürlich. Aber hier ist es schon ein sehr schönes Foto. Und ja, die Kamera, die will immer nicht so, wie ich will. Das könnt ihr ein bisschen besser sehen, ja. Und das Buch ist aus dem Jahre 1922. Tja, also auch schon wieder fast 100 Jahre alt. Er hat eine herrliche Sprache. Hier sind sehr, sehr viele kleine Gedichte. Viele, viele kleine Gedichte. Viele, viele, viele. Und das ist gerade das Richtige für den Spätkanal, weil ich kann euch ja keine Romane präsentieren und wenn ich Ausschnitte bringe, dann ist das unter Umständen nicht sehr effizient. Aber bei einer solchen Gedichteauswahl, kurz und bündig nämlich, das gab es also auch schon damals, für Leute, die nicht so viel Zeit hatten, das ist natürlich ganz, ganz wunderbar. Ich habe einiges schon gelesen. Ich habe da vor dem Antiquariat gestanden. Ich habe das so aus einer Grabbelkiste dort, die er da auch immer hat, und war sofort begeistert. Gleich am Anfang. Gleich am Anfang. Es sind vor allem Gedichte zu unseren klassischen Lebensthemen und er konnte 1922, das war ja auch ein nicht sehr gutes Jahr für unsere Geschichte in Europa, Mitteleuropa, Deutschland, Österreich, er konnte da keine Rücksicht drauf nehmen. Also möchte ich mal so behaupten, wie das für einen Dichter auch richtig ist. Er muss über den Dingen dieser Welt stehen. Schauen wir mal so bald wie möglich hinein. Und ich sage jetzt erstmal eine gute Nacht. Schlaft schön, bis morgen.